Doch ganz ist die Gelenktriebwagenzeit noch nicht vorbei. Bei Engpässen kommt der Zug 202 auch heute noch zum Einsatz. Ein GT8 aus dem Baujahr 1975. Im Frühjahr 2015 hält er an der Haltestelle Hauptbahnhof Heidelberg. Viele Gelenktriebwagen werden ab 1985 vom achtachsigen Duewag-Stadtbahnwagen M8C abgelöst. In den 90er Jahren erhalten alle Züge ein niederfluriges Mittelteil. So sind sie bis heute unterwegs. Das Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs Heidelberg. Ein nüchterner Bau aus den 50er Jahren, der heute unter Denkmalschutz steht. 1955 wurde der alte Kopfbahnhof nahe der Altstadt durch diesen Neubau weiter westlich ersetzt. Verkehrlich gehört der Bahnhof mit rund 40.000 Reisenden täglich zur Kategorie 2 bei der Bahn. Für die S-Bahn Rhein-Neckar ist Heidelberg ein wichtiger Knoten. Im Regionalverkehr erreichen zwei RE- und eine RB-Linie die Station. Die beliebte Touristenstadt wird auch von vielen Fernverkehrszügen angefahren. Einzelne ICE-Halte und 5 IC- und EC-Linien sorgen für eine gute Anbindung. Gleich zwei 120 befördern diesen Intercity. Beinahe schon vorbildlich ist das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar. Zwischen Eberbach und Kaiserslautern fährt die S2. Die Fahrzeuge gehören zur Baureihe 425, die in vielen Regionen im S-Bahn- und Regionalverkehr im Einsatz ist. Die S3 ist zwischen Germersheim und Karlsruhe unterwegs. Im 2-Stunden-Takt fahren drei IC-Linien den Bahnhof an, meist gezogen oder geschoben von den Baureihen 101 oder 120. Etwas Abwechslung bringen durchfahrende Güterzüge, besonders dann, wenn sie von einer 101 gezogen werden.
Einen Güterbahnhof gibt es in Heidelberg seit 1997 nicht mehr. Er wurde zugunsten des Rangierbahnhofs Mannheim geschlossen.